Moin Leute und willkommen zurück zu The Division, zur heutigen Silvesterausgabe. Hui! Bist du sicher oder sind wir schon zwei? Nein! Okay. Also sind wir einfach schon mal nicht da. 2023. So, ich markiere mal die Hauptmission, ne? Markier mal. Ist auch weit weg, da ist auch. Da ein Safehouse daneben? Ich markiere erstmal das Safehouse da drüben. Das war erst zum Safehouse laufen. Das ist aber direkt nebeneinander. Wo sehe ich denn jetzt die Markierung? Wenn du ein bisschen in den Norden gehst. Ach da, was so orange wahrscheinlich umkreist ist. Genau, da ist ja dieser blaue und da drüber ist das hellblaue. Oder wie heißt die Farbe? Ich sehe nichts mit blau und hellblau darüber. Siehst du nicht dieses blaue Schild? Ich kann da auf jeden Fall keine Blitzreise hinmachen. Nee, na, weil da waren wir ja noch nicht. Na, wie soll ich denn eine Reise dahin machen? Hä? Wir rennen erst zum Safehouse, damit wir da den Respawn-Punkt und Schnellreisepunkt aktivieren. Aber wir könnten doch das andere Safehouse darüber noch nehmen. Das könnten wir natürlich nehmen, ja. Welches denn? Hä? The Grindhouse? Ne, das ist doch genauso weit weg. Ich weiß ja nicht, wo du hin willst. Ich habe immer noch keine Ahnung. Ja, in den Norden, in das nächste Gebiet. Hä, The Grindhouse ist doch näher dran dann. Ich renne da jetzt hin. Ja, The Grindhouse, da wollen wir hin. Ich weiß nicht, wo du, welches Safehouse du da willst. Geht's auch noch nicht hin. Ja, ich war ganz weit im Norden. Ja, richtig. Das ist dann wahrscheinlich nochmal. Das ist Stufe 27 bis 28 Gebiet. Oh, hilfsbedürftige Person. Ja, ich komme. Oh, Mineralwasser. Oh, ach so. Vielen Dank. Hat mir ein Hemd oder sowas gegeben? Keine Ahnung. Und eine Pistole. Auf Level 10. Alter, hier rennt eine Ratte. Ja, die rennt immer neben dir. Würde ich mich mal wundern, ne? Sehr ekelhaft. Und was hat da gerade geschossen? Gegner vor uns? Versteck mich mal neben dem Klo. Was die hier mal wegrennen wollen, ne? Die sollen einfach sterben. Echt mal, ey. Oh, was Grünes. Gibt's denn eigentlich irgendwas in den Tunneln oder so? Ne, ne. Na, Loot. Ja. Na, in Division 2 gibt's da Schlüssel für spezielle Lootkisten. Nochmal Gegner. Und was schießt noch unter uns? Ihr Wichser hat er. Ihr Wichser. So, 0,3 Kilometer. Jetzt gleich bloß aufpassen, die werden jetzt gleich stärker. Nein! Doch! Aber wir sind ja schon fast Level 25, ja? Lul. Was sind da kaputt geschossen? Na, wieder so eine Bombe. So. Ihr werdet rechts ballern, so. Das ist aber
nicht unsere Mission. Kommen wir hier überhaupt jetzt durch? Rüberklettern, wa? Ja. Ist das ein Gegner? Nee. So, jetzt sind wir hier links. Und die, der Kampf muss hier links hinter der Mauer sein. Obwohl, der sagt hier schon Einsatz. Hören Sie, Agent. Wir haben drei Ziele und keines davon ist leicht zu erreichen. Eins, legen Sie die Kompetenz. Kommt schnell hier rechts. Zwei, schalten Sie das Taktikzentrum aus. Und drei, hier rechts ist das Safe House. Ich brauche die Waffen. Du bist für meine ein Leute. Kleiner Kamerad, ey. Wieso? Naja, ich bin am Boden. Wieso bist du denn am Boden? Ja, weil die mich angeschossen haben. Aber die waren doch hier und du bist weggerannt. Ja, die haben aber auf mich geschossen. Sonst wärst du ja schon down. Niki, heb mich mal bitte auf. Der macht hier wieder seine Spielchen. Schnorrer hat sie wiederbelebt. Selten, aber es passiert. Hallo, mit meinen Fähigkeiten habe ich dich schon oft wiederbelebt. Sicherer Bereich. Ich bin auch noch falsch gelaufen. Lol. Oh. Lol. Kino. Und Kino. Oh. Nice, nice. Lol, er ist halt Level 286. Wer ist denn er? Na, der Spieler, der hier eben noch drin war. Habt ihr gerade schon die Mission angenommen? Ich hab mal mit dem Typen gequatscht, ja. Ja, ja. Oh, 291, Wahnsinn. So. Haben wir ja auch bald. Den Nebeneinsatz habe ich jetzt, den Haupteinsatz habe ich markiert. So, dann let's go. Go. So, die kommen ja da gleich raus aus der Hütte, ne? Warnung, sie verlassen den sicheren Bereich. Oh, ein Geschützturm! What the fuck? Oh. Und von rechts schießen auch irgendwie ganz viele. Alter! Kann der hier mal stehen bleiben? Kriegt man das überhaupt kaputt geschossen? Weiß nicht. Da rechts steht auch noch einer oben drauf. Ich glaube, da macht man kein Damage, oder? Nee, habe ich auch das Gefühl. Kann das sein, dass man da ran sneaken muss? Ah, ausschalten. Ich bin dran vorbei. Man muss es echt hier ausmachen dann. Ja. Neues Ziel. Irgendwo hier rechts sind wir. Sind wir hier runter? Bestimmt, oder? Geht aber nicht runter, oder? Nee, das ist oben. Das ist oben nicht runter. Nee. Hoch. Ach so, hier lang. Hier rechts. Ja. Oh, wieder geschützt. Das. Geschütz und Gegner. Ach so, oh lol. Ich dachte, das bist du hier vorne. Ach, der schießt sogar dahin. Ist das Granaten? Nee, das ist doch ein Gegner. Die Typen. Ihr GPS sagt, sie sind ganz nah an der Kommzentrale. Passen Sie auf, dass man sie nicht zu früh bemerkt. Du beschützt es aus.
So, und wo soll es hier angeblich eine Munitionskiste geben, oder? Bin ich? Das ist hinter der Wand und oder oben unter uns wieder, ja. Ja. Aber hier vorne zeigt er doch auch an. Ist auch hinter der Wand. Hier kannst du auch noch rumrennen um die Ecke. Ja, okay, dann kommt das da gleich. Aber, ah doch, da. Das ist aber keine Munitionskiste. Ah, schade. Alter, hier kannst du auch nicht hin, ey. Das Kommunikationssystem sollen wir ausschalten. Schaffen wir das? Der Sendemast muss auf dem Dach sein. Wahrscheinlich sind noch ein paar Wartungstypen oben. Achtung, da waren Gegner. Pioniere. Die sind wachsam, gut ausgebildet und vergleichbar wie wir ausgestattet. Oh, das gelber, hat gelber. Oh nein, ich bin runtergesprungen. Nicht gelber lebt noch, ne, ist down. Der andere rote ist auch down. Oben sind auf jeden Fall noch welche. Einer oben down. Ich sehe die nicht mal. Oben auf dem Dach. Ja, ja, ich gucke, aber ich sehe keinen. Achso, einer ist noch unten. Wird der andere auch rechts unten sein. Da läuft er gerade, genau da, wo wir gerade einen gekillt haben. Granatentyp. Kannst du da so ein bisschen durch die Ritzen schießen. Nice. So. Erstmal schluten hier, wa? Oh, und was hat auf mich geschossen? Ich glaube, hier geht's nicht hoch. Oder da hinten? Nö. Nehmen wir außen die Leiter, oder? Jo. Oh. Sind auf jeden Fall Gegner hier oben? Einer? Da rechts noch einer daneben. Pass auf, der stellt so eine Schutzlampe. Ja, ich hab's gehört. Geschütz kaputt. Nice. Der Typ ist auch fast down. Ist der rechts hier neben uns auch tot, ja, oder? Ja, ja. Nice. Stellt wieder einen Schütz. Schütz down. Festgesetzt. Können wir von der Seite kommen, oder? Nice, nice, nice. So. Hier ist aber Munitionskiste am Eingang. Oh, sehr gut. So. Konsole benutzen. Kommunikationssystem ausschalten. Den Systemserver ausfindig machen. Ob man später hier die Geschütze bemannen muss? Das wäre nee. Cool. Habt ihr die Waffenkiste hier genommen? Oder ist das keine? Das ist keine, oder? Das ist nur Fake. Ach, schade. Das ist auch schade. Oh, jetzt geht's runter. Hinten sind wieder welche? Ja, nicht wenige. Los, da ist wieder ein Geschütz. Oh, das Geschütz trifft mich hier. Ein Typ hinten ist auf jeden Fall weg. Einer ist hier links neben mir.
No, nicht schon wieder klettern. Wie kriegen wir das aus? Ich mach's aus. Ach, hier. Cool. Sehr, sehr clever, ja. Ja, aber zumindest war der Laufweg nicht schlecht. Deine Kugel rollt jetzt die ganze Zeit hier, oder was? Naja, bis dann ein Gegner kommt. Das ist aber ja da er jetzt hier nicht hinterher kann, muss er jetzt zerstören. Oh. Die kann ja, hüpft da glaube ich nicht hoch. Das ist immer voll, was ihr da aufmacht. Wieder voll. Voll, ja. Das sind lauter Medikits irgendwie. Straßensperrer. Ich hab aber so einen komischen rote Markierung da auf der Map. Was ist denn das? Verschlossen. Da sind irgendwelche Türen, verschlossenen Türen, die wir hätten aufmachen können. Wie ist alles, was ich habe? Ready? Jo. Dann go. Da ist wieder ein scheiß Schütz in der Mitte. Ja, ich mach aus. Und der andere gelbe Typ, der hat hier auch so eine MGs gesetzt, ne? Haben wir den schon platt? Ne, da ist hinten eine Ecke. Ne, der steht hier rechts, ja. Das große MG hast du aus, ja? Ja. Cesar? Da sind zwei Gegner oder so bei dir? Drei. Plus zwei MGs, die er da aufgestellt hat. Oh, die shit. Klein. Vor allen Dingen, du hast voll die Akku. Der ignoriert mich hier komplett. Der da rumgehen wollte. Gelber weg. Nein. Aber da müssen noch mehr kommen. Hinter uns noch. Oh shit, bin down. Ja, der kam von hinten. Danke. Aber hier werden doch noch so viele Gegner angezeigt. Ja, irgendwie vielleicht über sind uns. Sind wahrscheinlich über uns, ja. Oder unter uns, ja. Aber die Mission, die Hauptmission, die machen immer gut Laune. Das stimmt. Also jetzt hier dieser eine Einsatz, den wir hatten, der war auch okay. Bestimmt jetzt verteidigen, oder? Ja. Aber es ist noch nicht die Neustart. Schalte Kühlung aus. Sequenz vollständig. Superdaten ersetzt und Prozessor zerstört. Oder auch nicht. Aber komm auf. Rolltreppe geht auf, wir können hier weiter. Waffenlager bewachen steht da. Also, war hier okay, unten noch Munitionskiste? Nee, das war nur erste Hilfe. Sobald Sie die Tür eintreten, sind Sie auf sich allein gestellt, bis ich Verstärkung schicken kann. Also passen Sie gut auf, denn es wird ziemlich heiß hergehen. Ja, das wird jetzt die neue Startzone bestimmt, ne? So, da müsste jetzt eigentlich noch so eine Waffendings kommen, oder? So
So, guck mal, hier zeigt er jetzt sowas Komisches auf der Map an. Oh, ihr schießt was auf mich. Hinter dir ist noch links. Ja, hab's. Genau, der wollte nämlich auf mich ballern, der kleine Sack. Hier läuft der so einen komischen Rucksack. Was hat denn der da? Medikit oder was? Keine Neustartzone steht jetzt bei mir. Aber irgendwo zeigt er da unten Muni an, oder? Hier ist ein Laptop. Hier ist ein Munikasten. Neben dem Missionsding. Kommen wir hier wieder hoch zurück, wo wir gerade runterhüpft sind? Ja, ja, aber die Dann Frage... Dann starte ich jetzt einmal, ne? Gucken, ob wir das diesmal ohne Sterben schaffen. Warnung! Feinde im Anmarsch! Ich kletter mal hoch. Und was sind das jetzt für Punkte? Die müssen wir wahrscheinlich verteidigen, oder was? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall kommst du von da. Gute Nachricht! Verstärkung ist zu Ihnen unterwegs! Sie haben den ersten Turm passiert und rücken schnell vor. Gish steht hier wieder neben mir. Ulpa schießt da rechts aus dem Fenster auf mich. Ach, Sniper, ja. Sniper. Granaten wollen sie werfen. Hier rechts von uns, hinter uns. Ja, aber unten, oder? Nee, oben. Ist weg. Und Sniper ist weg, genau. Unten ist noch einer. Und wenn man hier die MGs nutzen könnte, wäre geil. Oben, oder? Irgendwo. Wäre ich beschossen. Ich kann es nicht orten. Oh, ich bin fast down. Was schießt denn da auf mich? Oh. Hä? Hä, wo kommt der denn her? Hä, der hat mich gefinisht. Ihre Verstärkung hat eben die Hälfte des Tunnels passiert. Hier rechts um der Ecke, Nick, Schnorrer. Oh ja, ich sehe Sniper. Ja, aber wo, der stand da eben vorher nicht, der ist ja einfach gespawnt. Oh, ich hinter mir auch. Hier, die spawnen ja einfach. Oh, jetzt wollte ich Niki töten. Brauchst du nicht, ich bin schon tot. Kannst du zu mir rum? Ja, probier mal, du kannst dich, glaube ich, selber hochheilen. Hä? Oh. Nee. Wenn du das Gerät anguckst auf dem Boden. Du bist komplett tot, ne? Ich heile sie. Aber der grüne, genau. Ich bin auch gleich wieder down. Ich bewahre hier den Eingang. Halten Sie durch, und die Verstärkung ist gleich da. Wird man denn hier die ganze Zeit beschossen, ey? Aber scheint keiner mehr zu kommen erstmal. Hier oben ist noch einer. Unten ist noch einer. Oben auf jeden Fall. Bleibt dir direkt in die Arme. Sniper mach ich platt. Können wir jetzt theoretisch einfach die Zeit auslaufen lassen oder kommt die Wellen danach trotzdem? Weiß ich nicht. Weil wir haben noch 16 Sekunden. Da ist noch ein Lila nah unten. Na, das steht schon mal weg von dem. Irgendwo bei mir unten kommt noch ein Lila nah. Ja, falsche Posen hier. So, jetzt sind wir hier alles töten. Erholungslink. Lol. Der hat mir HP. Der ist aber direkt hier oben, also. Oh, da ist einer ist noch unten. Das, ja. Lol, einer, die klettern hier hoch auch. Schweine. Wo ist denn der da ungefähr? Hinter den Kisten. Oh, ist noch einer da.
Sergeant der King. Der Lilaner ist doch. Ja, und der Goldener. Der Hauptendgegner, mich Mann. Ja. Zwei Lilaner und der Goldener. Und der eine Lilaner hat keine Dings mehr. Und ein Geschütz, klasse. Alter, oh. Schießen die mich hier immer durch die Wand dann, oder? Oh, das was denn für ein Geschütz? Na, der Goldene kann wieder Geschütz so aufstellen. Ja. Okay, Geschütz ist schon mal weg erstmal. Treff ihn nicht. Ey, die treffen aber auch gut, ey. Noch ein Lila. Ja, ich habe immer das Gefühl, dass mich ein anderer anschießt. Und der eine Lila Dings ist down. Alter. Oh, ich sterbe gleich. Ja. Die hauen gut drin, ey. Der andere Lilane ist auch fast down. Dankeschön. Ist er welche? Der Gelbe, okay. Haut doch richtig hardcore rein. So, ich habe jetzt keine Medikits mehr. Der Fokus ist auch nur mich jetzt noch. Oh, jetzt ist er wieder hinter der Wand, scheiße. Wieder weg. Oh, fast down. Jetzt nur noch er, ne? Ja. Ja. Yay! Haben wir ihn? Jo. Ja. Gute Arbeit, nice, nice, nice. Sie sind noch bei der Durchsicht, aber die JTF durfte von den erbeuteten Waffen noch lange zählen. Na toll. Pistole, Belohnung. Sie haben diesen LMB-Schwachköpfen mächtig eingeheizt. Machen Sie weiter. Dann jetzt gehen kommt die Verstärkung. Mann, 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 oh Mann. Ja, leider kein Medikit hier. Weißt du, vorher kriegst du immer ewig Medikits? Ja, die droppen mir nur Pistolen. Das ist eine Frechheit. Hier liegt doch gar nichts an Loot. Nicht wirklich, ne. Na gut, Muni ist ja egal, dafür ist ja die Kiste da. Wenn ich hier hinten hinlaufe, zeigt er mir in der Mitte Loot an. Wenn ich in die Richtung laufe, ist nichts da. Weil das unten liegt wahrscheinlich. Das sind die ganzen Medikits. Das Grüne, ja. So. Gucken wir mal kurz. Wir haben den Jackpot, Agent. Neue Knieschoner hier. Von Bliss persönlich. Irgendein Propaganda. Der Kerl hört sich gerne reden. Was für ein Arschloch. Sehen Sie sich's an. Ich mach mal Video jetzt an. Hat Video an? Scheiße. Nein. Was scheiße? Ist abgebrochen. Neuer Beweis-Tab. Dann mach ich jetzt auch Video an. Soldaten des Last Man Battalion, hier spricht euer Befehlshaber Lieutenant Colonel Charles Bliss. Ich weiß, nicht wenige von uns waren wütend, als man beschloss, uns zurückzulassen. Viele sprachen sogar von einem Todesurteil. Aber ich sah mich in dieser Stadt um und erkannte eine Gelegenheit. Ich sah, wie sie war. Und ich sah, wie sie wieder werden kann, wenn jemand den Mut hätte, dafür zu kämpfen. Wenn es Männer gäbe, die bereit wären, auf die Straße zu gehen und sie dem Gesindel und dem Abschaum wieder zu entreißen. Zu machen, was unsere feige Regierung und ihre vor Angst zitternden schwachen Soldaten sich nicht wirklich getrauen. Nämlich kurzen Prozess zu machen mit Lügnern, Mördern und Dieben, die den Frieden letztlich verhindern. Wir blicken nicht zurück, wir lassen uns nicht beirren, wir werden was Nötiges tun, um allen jenen, die zu uns stehen, eine bessere Zukunft zu sichern. Cooler Typ. Und jene, die gegen uns sind, möge Gott ihren Seelen gnädig sein. Bliss out. Haben Sie das jetzt? Weil bei Gott, ich mache das nicht nochmal. Ich glaube, wir müssen unsere Übereinkunft abändern.
Warum, Colonel? Bis jetzt funktioniert doch alles glänzend. Meine Leute unterstützen Sie mit Ihrer Ausrüstung und mit Informationen, die Sie sich vor 6 Wochen nicht hätten träumen lassen. Ich bekomme eine Operationsbasis, einen Platz auf der Gewinnerseite und bei Bedarf Zugriff auf Ihre personellen Ressourcen. Ganz zu schweigen von gelegentlichen Bodenluftraketen. Oder haben Sie den Hubschrauber in Brooklyn vergessen? Hören Sie, meine Leute haben die Drecksarbeit erledigt, Bliss. Und meine Division-Vorgesetzten auszuschalten nützt Ihnen genau wie mir. Keiner von uns wollte, dass ein Division-Mitglied eine zweite Welle von... Augenblick. Es knistert in der Leitung. Ist sie kompromittiert? Sieht so aus, ich unterbreche jetzt. Aber nicht doch. Weil ich mir noch den Audiolog von der letzten Mission angehört habe. Wo ist denn denn Niki? Bin mal rausgegangen. So. Gut, dann... sind wir aber durch, ne? Oh, ich krieg sie wieder Fallschaden. Dann sind wir durch. Achso, wir sollten das noch verlassen, sagst du ja. Dass du durch bist, das war ja klar. Ja, durch bin ich ja immer. Das ja... da brauchen wir ja nicht drüber reden. Richtig. So, Spitzel, bedanke gut. dich. Dann Spitzel, bedanke mich. Aber erst noch den Zivilisten. Ja. Ja. Und jetzt mich. Tschüss. Auf Wiedersehen. Ciao.